Wie das Fahrradfahren. Clever. Hattest du noch ein schlechtes Gewissen? Ne. Gut. Also ich bin Fahrrad gefahren. Und dann fiel mir Gedanken ein. Und dann startete ein sogenanntes Selbstgespräch Oh. aus zwei Parteien. Der eine sagt, was der andere antwortet. Das geht ein bisschen hin und her. Dann ist einer da, der das bemerkt. Und er sagt jetzt was. Guck mal. Jetzt war vorher, waren das, was der eine sagt, das, was der andere sagt, das, was der eine sagt, das, was der andere sagt, wechselnde Informationen. Und ich mache die jetzt extra nach links und nach rechts. Jetzt kommt einer und sagt, halt. Warum? Das steht jetzt in der Mitte. Da denen fällt das jetzt auf, dass die beiden sich unterhalten. Und der ganze Rattenschwanz, der dann da dran hängt, die beiden jetzt Diskutieren, fällt streiten. mir zum Beispiel auf, diese beiden werden von mir gesprochen. Wenn jetzt aber der was sagt, und ich stelle das jetzt erstmal in die Mitte, dann kann das sein, dass daraufhin noch was gesagt wird. Gedanklich. Vielleicht eine Antwort. In dem Moment schiebe ich den wieder zur einen Seite, den anderen wieder zur anderen Seite. Und dann geht das weiter. Wieder zwei, die sich unterhalten. Jetzt kommt wieder. Stopp. Dann bleibt das stehen. Passiert erstmal nichts. Verwirrtheit. Ah, das kenne ich. Jetzt bemerkst du, während die beiden sich unterhalten haben, kann man verschiedene Gefühle entwickeln, je nachdem, über was die sich unterhalten. Ich selber habe mich nicht verändert. Also eigentlich völlig egal, was da lief, ich bin da. So, aber es ist ja so, ich bin ja jetzt da und da sind meine Informationen, die ich jetzt immer entweder in die Mitte oder nach links oder nach rechts sortiert habe, bin ich ja da. Aber jetzt, wer sagt denn das jetzt? Der das jetzt sagt, ist auch da. Meinst du, der blaue Beobachter? Sprichst du von dem oder der noch wertet Bin mir mit oder? Farben nicht so aus, aber ich Auch nicht. und das da. Ja, so meine Gedanken, meine, die ich von mir aus jetzt auch bildlich nach links und nach rechts vielleicht als Text erscheinen lasse oder in Stimme oder wie auch immer. Es geht weiter. Es geht immer weiter. Wenn mir jetzt was auffällt, dann könnte ich dem zustimmen. Einigen Sachen stimme ich zu, anderen Sachen nicht. Ja, klar. Da fällt dir dann auf, warte mal, wird ja beides von mir gesprochen.
Und dann kommt ja, bestätigt. Mhm. Auch auf der Oberfläche. Bestätigt. Jetzt könnte das doch auch sein, dass da einer sagt, Quatsch. Also der Satz, da wird jetzt beides von mir gesprochen. Nö. Du kannst auch einfach zuhören, was da gequatscht wird. Sind ja manchmal auch interessante Geschichten. Also jetzt frage ich mich, wie komme ich da überhaupt dahin, dass ich ja, also zustimme oder nee? Wie mache ich das? Ja, du bist ja immer irgendwo, ne? Hast du eine Einseitigkeit auf der Ebene, was ist ja eine Persona. Also, du beobachtest es ja nur, wo du sitzt. Zu geben. Was so richtig ist, weißt du, was so endgültig, wo man dann sagen kann, so ja, also das ist normalerweise bei mir so, ja, ist erkannt, fertig. So, ne? Ach so. Das ist jetzt so. So, das wird jetzt zum Beispiel von mir und du sagst erstmal ja. Ja. Und damit ist das eigentlich für dich dann so. Aber du hättest ja auch Nein sagen können. Mhm. Gut, jetzt kann sein, dann gibt es Theater, das jetzt könnte dann erstmal der Nächste dann wieder sagen, jetzt also immer in dieser Folge, was da nacheinander, ja, also da jetzt, wer denn sonst? Ja, also wenn das jetzt nicht von mir gedacht wird, also wer denkt denn jetzt dann das? Mhm. Aber du hast jetzt einfach mal so dich entschieden. Du hast jetzt gesagt so, nö. Und damit hast du wieder was gemacht. Du hast eine Möglichkeit geschaffen, dass das auch anders sein kann. Und dass du überhaupt weitermachst. Mhm. Weil sobald du fertig bist, wenn du ja sagst, bist du fertig, dann geht das nicht weiter. Mhm. So, jetzt hast du nein gesagt und dann sagst du erstmal, ja gut, woher kommt denn das jetzt dann? Und dann sagst du, ja, jetzt kommt wieder das Gespräch, weißt du, die beiden wieder. Dann geht das wieder, ja, hast du mal drüber nachgedacht, wie du das denkst. Mhm. Ne? Ob du wirklich oder vielleicht ja doch nicht. Also so das, jetzt muss man dann, ja, dann, ja gut, dann gucke ich mir das mal genauer an. Und dann guckst du genauer an und dann stellst du fest, ja, irgendwie wird das ja generiert. Und letzten Endes kommst du dann wieder auf ein Programm. Also es kommt jetzt aus dem Programm. Das, was da auftaucht. Mhm. Und dann sagst du, siehste, dann bin ich ja raus. Das ist das Programm, was das macht. Mhm. Und jetzt sagt einer, ja, aber. Der macht immer gerne, ja, aber. Wer hat jetzt das gemacht? Gute Frage. Ja, wenn das Programm gemacht hat vorher und ich bemerke jetzt, dass es das Programm gemacht hat, wer hat denn jetzt dann das jetzt gemacht? Ja, auch das Programm. Wenn es das Programm macht, macht es das Programm und jetzt sagst du wieder ja. Hast du auch mal überlegt, nein zu sagen? Dann sagst du, warte mal. Moment. Hat mir das nicht vorher? Ja. Ja, du meinst, ob man der Regisseur oder der Schreiber der Geschichte gleichzeitig ist, aber oder das Programm verändern kann oder das Programm verändern kannst du nur, wenn du weißt, wer du bist. Ja. So. Aber dann willst du es auch nicht mehr verändern. Das ist noch eine andere Nummer. Man kann schon und wird das dann auch tun. Ich glaub, aber es muss klar sein, dass du raus bist.
So, jetzt haben wir, vorhin haben wir einmal festgestellt, warte mal, das habe ich mich jetzt über verschiedene Sachen unterhalten, habe verschiedene Empfindungen gehabt und so, das lief jetzt alles in mir, ich habe mich nicht verändert. So, jetzt haben wir noch ein bisschen weiter nachgehakt, das Ganze, und stellen jetzt fest, ich bin ja immer noch ich. Was auch immer das ist. Ja. Aber ich habe mich schon wieder nicht verändert. Nee. Also auch dieses, ich habe jetzt was entdeckt oder ich habe mich entwickelt oder da ist es ein Prozess, der darf, ich bin immer noch da. Ich und da ist das, was ist. So, ja. Meine Information. Richtig. Das ändert sich überhaupt nicht. Nee. Kein bisschen. Jeder einzelne Gedanke, der da auftaucht, kommt irgendwo her und geht wieder. Geht irgendwo hin. Manchmal hält man fest und kloppt drauf. Ist da, genau. Und dieses Verhalten kannst du beobachten. Wann, ne, also du kannst die Muster dahinter erkennen, wann ein Gedanke bleibt und wann er einfach wieder verschwindet. Und pauschal würde ich sagen, liegt am Interesse. Was sich nicht interessiert, ist gleich wieder weg. Aber jetzt neige ich ja wieder dazu, daraus was zu machen. Bin ja so, ne? Irgendwie, das muss ja irgendwas dabei rumkommen. Um vielleicht irgendetwas, um damit besser umgehen zu können. Weißt du, es gibt ja immer Gründe, wo ich sagen kann, hier, Scheiße, kann man besser machen. Kannst du was Konkretes mal als Beispiel bringen, was du meinst, was man besser machen könnte? Naja, ich bin in einer Verwechslung, habe Angst bekommen durch was auch immer, das geht ganz schnell. Ja. Und dann sage ich, will ich nicht. So, wie komme ich da raus? So, das ist dann erstmal die Idee dahinter. Mhm. Ne? Ja, das ist spannend jetzt, weil Angst war gestern ein großes Thema. Naja, dann also es gibt natürlich, was wir ja alles schon herausgefunden haben, ist, jetzt ist die Angst da und das Interesse ist groß an dieser Angst. Die wegzukriegen ist groß. Wenn die Angst, wenn du kein Interesse an der Angst hast und einfach nur sagst, oh, buh, ja, oder das beobachtest und einfach mal sein lässt, dann geht es auch wieder. Also ich merke das nur bei mir, beobachte es bei mir, dass wenn ich mich dagegen stelle, gegen das Gefühl, ich sage, nee, will ich nicht, ne? Dann noch Holofilig ins Spiel kommt und sagt, ah, sollst du keine Angst haben, und zwar nicht zu niemandem. Ne? Und dann wird das immer, boah, dann geht das ja richtig erst ab. Ja? Das kannst du richtig hochschaukeln. Und aber sagst, nö, Angst ist da. Das Interesse. Ne? Ja, klar. Habe ich jetzt Interesse, wo ich mich für interessiere, das verstärkt sich. Ja. Ich kann jetzt das im Einzelnen genau definieren, was mich da jetzt interessiert. Aber wäre es mir am Arsch vorbeigegangen, wäre es schon lange schon wieder weg. Ja, das ist ja dieses, wo du beobachten kannst. Ja. Und es gibt auch für Angst, sag ich jetzt mal, nennen wir es denn jetzt einfach mal Tricks, und zwar, wenn du weißt, wie es funktioniert. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt sagen wir mal, gut, ich habe jetzt Interesse gezeigt an der Angst, also ich steigere mich da rein und formuliere jetzt in mir so, ich will die Angst weg haben. Vergiss es. Genau. Das weißt du ja auch, warum. Weil die Aussage ist ja eigentlich, ich habe Angst. Sonst würde ich sie ja nicht weghaben wollen. Ja. Und genau das ist dann der Zustand, in dem ich bin. Ich sage jetzt mal, das Universum liefert dir genau das. Ich habe Angst. Also weil das ist ja die Aussage, die ich selber in den Raum stelle. Also du kannst das kippen. In dem Moment ist eigentlich ganz einfach. Man braucht ein bisschen Mut dazu, dass du sagst, ja gut, dann machen wir es mal so. Dann wollen wir doch jetzt mal Angst haben. Also das Gegenteil davon. Zum Beispiel kann man machen. Genau. Und dann wirst du feststellen, dass gar nicht mehr so einfach ist,
Also gibst du richtig Mühe, Angst zu haben. Und auch da gilt wieder, wenn ich Angst haben will, dann behaupte ich ja, ich habe keine, sonst würde ich es ja nicht haben wollen. Ja, du kannst es mal ausprobieren. Du kannst es jetzt wirklich ganz schwierig, oder du kannst das schon in Gang setzen, aber wenn du jetzt dir bewusst vornimmst, Angst zu haben, brauchst du die passenden Gedanken dazu. Also so, es ist ja wie beim Schauspiel, wenn du irgendwo so eine Laienbühne oder was mal mitspielst, jetzt sollst du plötzlich flennen, ja? Da musst du dir ja diese Gedanken irgendwo herholen, die traurigste Szene, die du kennst aus dem Film oder aus deinem Leben, ja? Und dann in der Hoffnung, dass das klappt. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Mach das mal bewusst, es ist gar nicht einfach. Ja. Was mir auffällt, ist, dass Angst ja immer einen Auslöser hat. Und es ist mindestens ein Gedanke. Und wenn du jetzt so programmiert bist, würde eigentlich sogar sagen, dich selber so programmiert hast, auf eine bestimmte Sache zu reagieren, dann kann genau diese Sache sofort Angst auslösen. Da ist dann gar kein drüber Nachdenken mehr dazwischen, was am Anfang mal gewesen ist, weil am Anfang hast du irgendwie dir Folgen ausgedacht. Ja, ja, das wird in der Zukunft irgendwann mal schlimm enden. Und da kam dann Angst. Und dieser ganze Zwischenschritt, der ist praktisch einprogrammiert bei dir, der fällt dann weg. Das reicht dann, dieser Auslöser, und sofort ist die Angst da. Und dann kannst du sowas anwenden, dass du zum Beispiel sagst, ja gut, dann versuchen wir jetzt mal, dann wollen wir mal die Angst haben. Dann merkst du auch, ja, geht, Angst geht weg, weil du sie jetzt haben willst. Jetzt kommt aber dieser Auslöser dir wieder in die Quere. Mhm. Ne? Und die ist sofort wieder da. Also ich sag mal, es ist ja so oder so, wenn dieses, ich nenne es jetzt Ego, mal anfängt, da unten zu köcheln, ja, was auch immer, ob das Angst, Wut oder welche Gefühle das auch sind. Wir beschweren uns ja nicht über Spaß oder Freude. Ne? Darüber reden wir ja jetzt ja nicht. Wir reden ja nur über die Gefühle, die wir eigentlich nicht so gerne hätten. Ne? Hast du schon mal versucht, wenn es dir richtig gut geht, das wegzumachen? Ja, machst du nicht. Aber wenn du dann so ein, wenn sich da irgendwas hochköchelt im Existenz, das ist ja meistens Verlustangst, das ist in irgendeiner Form. Du schaffst es wirklich, Beobachter zu sein, zu sagen, ich beobachte jemanden, der Angst hat. Das ist okay, ich beobachte den nur. Dann ist die Position auch eine andere. Dann ist die Angst da, aber ist auch ein Beobachter da. Problematisch ist es, wenn du die versuchst wegzumachen oder, ich meine, klar, dann verstärkt sich's oder so. Das sind so meine Beobachtungen in dem Spiel. Ja, bei mir ist es so, dass ich irgendwann auch müde werde. Ja. Ja, weil das irgendwie keine dauerhafte Lösung ist. Selbst wenn ich dann, ich sag jetzt mal, so tue, als wäre ich bloß der da nur zuguckt. Für mich ist es immer noch echt. Ja, das läuft ja gerade live, das Ding. Und Ding. Genau. Ja, ja, ist auch so. Und dann durch diese Müdigkeit fange ich dann an, ja, nach ganz anderen Lösungen. Also ja, ich denke mir dann zum Beispiel einen Gott aus, wo ich dann sage, hier, was machst du hier mit mir? Mhm. Du kannst ja auch mal wieder damit aufhören. Du siehst doch hier selber, ne? Läuft irgendwie nicht, klappt nicht das Ganze, ich lerne es irgendwie nicht und jetzt quälst du mich hier weiter und du siehst, dass mir das nicht gefällt und irgendwann will ich auch nicht mehr. Mhm. So, aber es ist auch wieder ein Gespräch, dass ich mir ja einen denke und einen anderen denke. Es ist mir in dem Moment erstmal, ich bin dann der. Ja, ist mir ja in dem Moment, sonst würde ich das gar nicht tun, wenn ich das wüsste, dass ich nicht der bin, dann würde das gar nicht in meinen Gedanken auftauchen, mir da einen anderen auszudenken, zu dem immer die Schuld in die Schuhe schieben. Ja, ja, du bist verantwortlich, genau. Ja, ich habe ja dann, ich brauche ja da den Schuldigen. Gut, jetzt gibt es aber noch einen, der sagt, ja,
Es kommt jetzt doch nur darauf an, dass du zum Gewinner deines eigenen Gedankenspiels wirst. Zum Beobachter. Was auch immer. Lass uns mal den Satz so stehen lassen, ne? Dass du zum Gewinner deines eigenen Gedankenspiels wirst. Das heißt, dass dich dein eigenes Gedankenspiel nicht mehr am Arsch kriegt. Weil du es weißt, dass das nur Gedanken sind. Ungefähr so. Ja, aber das ist, ich denke mir, der Wachstumsprozess, da wächst du rein. Ja. Und bis dahin kommt das immer wieder mal, dass du in den Schleudergang gehst. Ja. Und nun jetzt erkennst du aber, du kannst nur zum Gewinner von deinem Gedankenspiel werden, wenn es dich auch pickt. Wenn es dich, ich sag jetzt mal, unter Druck setzt oder was auch immer da passiert, damit du dich überhaupt damit auseinandersetzt. Damit du überhaupt das mal anguckst und auf, also deine eigenen Gedanken beobachtest, ja, wo kommen die her, wie passiert, wie funktioniert das alles da. Und immer wieder diese Erkenntnis, mit zwischendurch kommt immer mal, wie nennen wir es mal, Cut. Ich bin immer noch da. Und an mir hat sich immer noch nichts verändert. Und dann kann man sich ruhig ausdenken, oh, vielleicht bin ich bald mal nicht mehr da. Und dann wird der andere sagen, ja und, das kriegst du doch nicht mit. Weißt du, gehen die beiden, ja, wechseln die sich wieder ab. Ja, ja. Aber vielleicht kommst du dann irgendwann dahin und schmunzelst. Also, ich fand den Punkt eben sehr interessant, dass wir festgestellt haben, kann man so oder kann man so? Man kann ja oder nein, man kann dem zustimmen oder man kann sagen nein, weil bei nein geht es weiter irgendwie. Ne? Ja. Bei Zustimmung bleibt es an der, dann ist das so, geht es ja nicht weiter. Also vielleicht ist es ja doch besser, einfach mal immer nein zu, ich weiß es nicht. Guck mal, jetzt kommt so ein Scheiß hier raus. Ja. Und wen interessiert es eigentlich? Verstehst du, das ist Gequatsche. Interessiert es? Da ist einer, der dieses Gequatsche anguckt, aus. Ja, mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Und da können die sich noch so viele Pläne zurechtlegen und berechnen. Ja. Ich muss nur noch und den ganzen. Was ist mit jetzt? Ja. Ist doch alles, was ich habe. Ja, mehr gibt es nicht. Nee. Mehr gibt es doch gar nicht. Aber du, so Gedanken, ne? Und das, aber du hast ja auch keine Geschichte ohne Gedanken, ne? Die setzen ja alles in Bewegung. Die setzen ja alles in Bewegung. Wenn die nicht wechseln würden, würdest du ja nur noch starr irgendwo auf eine Ecke gucken. Aber das Problem ist ja einfach, dass die laufen ja immer nach weg. Die laufen nach hinten, die laufen nach vorne. Ich sage jetzt mal Vergangenheit, Zukunft. Ja? Wirklich zu schauen und zu sehen. Ah, jetzt laufen sie gerade wieder weg. Jetzt laufen sie gerade wieder in die Richtung. Guck mal, es ist eigentlich mehr ist es einfach, nicht. Weil eigentlich ja. Problem nicht die Informationen sind, sondern die Bewertung der Informationen. Ja. Und jetzt Achtung, diese Bewertung der Informationen sind auch einfach nur Informationen. Informationen, genau. Ja. Jetzt erst bin ich raus. Ich kriege mit, dass sich einer beschwert, weil ihm irgendetwas nicht gefällt, weil er irgendetwas bewertet oder so. Und ich kriege das mit. Also nochmal am Ende des Gesprächs, ich bin immer noch da. Ja. Und ich bin immer noch der Gleiche. Mhm. Und wenn die Welt in Fetzen geht, stellst du dir eine Erdkugel vor? Du siehst so ein Bild, so ne, richtig so schön, eine Erdkugel, das macht das. So. Und ist was passiert? Letztendlich kannst du es wirklich auf das erste und zweite Gebot führen. Das ist. Oh ja, jetzt wird es spannend. Mach mal, fang mal an. Na, das ist was sind die Gebote? Na, das erste Gebot ist eigentlich, was bist du und was sind deine Gedanken? Das hast du ja okay, da waren wir jetzt gerade. Und das zweite Gebot ist, mach dir kein Bild von den Dingen da draußen. Ja. Ach, da habe ich das ja gut, ich habe das anders verstanden. Die beiden, also
musst du ja erst einfach draußen was denken. Dann denkst du es dir in die Existenz und dann kannst du zittern. Ja? Oder lachen. Es ist egal, es löst irgendwas aus. Kann auch was auslösen, was dich nicht interessiert, und ist sofort weg. Und wenn du dich nicht jetzt zum Beispiel für Polo interessierst, dann wirst du wahrscheinlich die Ergebnisse der letzten Spiele auch nicht, gehst du dran vorbei. Ja? Und es gibt eben Dinge, da gehst du nicht dran vorbei. Da hakt es fest dann plötzlich. Dann geht dieses ganze Kopfkino los, da um diese eine Sache. Und? Ja, gucken. Das ist läuft. Einfach so. Läuft. Da ist dann einer, der das bewertet und der dann wieder sagt, will ich nicht und den ganzen Kram. Ja. Aber was habe ich damit zu tun? Nix, ne? Nix, ne? Bin immer noch ich. Hast erst was du kannst, mit zu tun. Du kannst einen zugucken, der immer wieder rumzappelt und immer wieder genau, irgendwas will, irgendetwas nicht will und sich dann bewegt. Ist ja auch okay, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ja, wenn du dich, das hast du auch nichts dagegen. Das Problem fängt nur an, wenn du es vergisst. Was ist mit dem Sorge dich nicht? Ja. Das ist. Ja. Und hier auch Gedanken. Machst du Zukunft und Vergangenheit auf? Mach mal ein Beispiel, wie man sich sorgt. Ich weiß das gerade nicht. Komm mal auf. Du hast die Nummer, zu schnell einfach die Nummer kenne ich. Du hast einfach gesagt, hier, ja, so ist das. Jetzt, so. Und jetzt sagen wir mal nein. So. Wir drehen das jetzt mal um. Und jetzt mache ich das mal andersrum und sage, wie sorgt man sich eigentlich? Also weißt du was, von hier oben aus kann ich dir sagen, es kann sein, dass sich auf meiner Bühne einer sorgt, also dass der so, der macht einen Eindruck, dass der sich sorgt. Der hier. Ja. Kann ich mich überhaupt sorgen? Ja, der muss, also solltest du dich schon ein bisschen mit den Farben auskennen. Ich, Rot, kann sich nicht sorgen. Ja, aber nützt mir doch nichts mit diesen Farben, wenn ich nicht weiß, wer ich und weiß schon, ja, wie man das macht. Ja, das ist das, was du meinst. Wir sollten jetzt einfach nur herausfinden, so, ja. Ich bin doch immer noch da. Ist doch scheißegal, ob sich da einer sorgt. Wer sagt denn dem, dass der sich nicht sorgen soll? Also ich nicht. Ich sag nichts, ich guck nur. Nee. Wenn einer was sagt, ist er hier. Ja. Ist ja meine Information und dem schreibe ich doch nicht vor, dass der sich nicht sorgen soll. Ja. Nö, würde ich auch nicht machen. Nee, ich würde ja zustimmen. Also nochmal, die Nummer ist doch, ich muss doch klar haben, wer ich bin. So ist es. Sag ich ja, erste und zweite Gebot. Fällt eigentlich schon alles weg. Ist futsch. Einfach futsch. Jetzt kommt da einer. Und er sagt, oh ja, das wüsste ich jetzt auch gerne. Wie macht man das? Wieso hast du es doch beschrieben? Das wäre eben alles perfekt beschrieben. Ich habe doch nur gesagt, das erinnert mich ans erste und zweite Gebot. Ich habe ja auch dich gar nicht gemeint jetzt eben. Ich sage jetzt, da kommt jetzt einer. Ja. Dann sagt er, ich gucke jetzt vielleicht gerade hier ein Video, eine Aufzeichnung. Ja, und denke mir, guck mal, vielleicht wissen die es ja. Dann musst du sagen, stopp. Stopp, genau. Das ist Quatsch, das ist mindestens ein Monitor, die können es nicht wissen. Also ja, und dann sagt er, ja, ich würde es jetzt auch gerne wissen. Vielleicht zum Beispiel, ja, mit ne? Was soll ich tun? Eigentlich tut sich das alles von alleine, aber mitunter tut es sich auch schwer. Wenn ich so jetzt von mir rede. Also man kann sich ganz schön im Weg stehen, das schon. Das ist möglich. Weil also ich denke mal so, ist die Problematik. Wie ist es denn möglich, dass ich mich sorge? So, meinst du das jetzt gar nicht über den Weg dahin? Also das sagt jetzt einer hier, ich habe noch Angst.
So, und jetzt interessiere ich mich dafür, wie kriege ich das weg? Dann soll ich sechs, du hast nicht zugehört. Du musst sagen, ich habe keine Angst, weil ich gar keine Angst haben kann. Ja, aber es ist der auch Weg. Also Angst ist etwas, ist eine Information mindestens, ja. Also von mir, meine Information. Du musst eben klar kriegen, was ist meine Information. Und dann sagst du, gut, ich gucke einen an und weil ich mich mit dem verwechsel, das ist doch jetzt der Trick, weil ich muss mich ja erstmal, ich muss das hinkriegen. Das ist ja, wie du hast so schön beschrieben, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man auf der Bühne steht, sich mit irgendeinem zu verwechseln. Aber wir versuchen jetzt mal, uns mit dem zu verwechseln, der Angst hat. Und scheiße, ich kann es nicht. Jetzt habe ich mir das so schön ausgemalt, so ein Angstding zu fahren und es geht nicht, weil ich nicht da reinkomme in den. Nee, aber du sollst doch ein guter Schauspieler sein, dann müsstest du das doch eigentlich drauf haben. Muss ich das ja jetzt, pass auf, wir sind immer am Umdrehen, jetzt muss ich das wieder umdrehen. Genau. Das heißt, ich muss jetzt also versuchen, wenn ich Angst haben möchte. Ich möchte das jetzt live erleben mit Angst. Bitte. Das heißt, ich muss jetzt nicht sagen, ich will Angst haben, weil dann kriege ich keine, sondern ich muss es jetzt umdrehen. Ich muss sagen, die Angst soll weggehen. Ich halte das nicht mehr aus, diese scheiß Angst. Ja. Aber du brauchst aber erstmal einen Gedanken. Du brauchst einen Reizauslöser. Ja. Gut, aber ich meine, der muss dann aufbauen. Kannst du nicht. Du findest gerade keinen, nein. Der passiert von alleine und programmgesteuert. Sag ich ja schon, es ist ja ein Automatismus, dann kommt's. Er fällt dich von hinten an. Ja, genau, dann fällt es mich an und wenn ich dann nicht aufmerksam bin, stopp, wenn wer nicht aufmerksam ist. So, da ist ja wieder jetzt, wir haben ja wieder einen, der will ja wieder irgendetwas. Ja, spätestens da bist du wieder wach. Das sind meine Gedanken. Das sind doch alles nur Gedanken sind meine Informationen. Yeah. Und ich kann die nicht bewerten. Das muss klar sein. Das ist in der Beobachtung. Das muss klar sein. Es ist mir nicht möglich, meine Gedanken zu bewerten, weil sobald eine Bewertung da ist, ist das meine Information. Mhm. Diese Bewertung. Mhm. Das heißt, ich muss zu dem werden, der nicht mehr bewertet. Ist ein bisschen schwierig, weil ich bin der schon. Ich muss nur aufhören zu denken, ich bin der andere. Also und selbst das. Man muss sich mit der Beobachtung wirklich da langsam rantasten und sich zum Beispiel die Fragen ausstellen. Also wenn Angst, Wut oder irgendwie diese sogenannten negativen Gefühle kommen, die machen dich ja sofort wach. Dann bist du so, ja? So, da bist du ja voll da, ne? Und sagst, oh. Ja, aber wie ist es bei den guten Sachen? Da schläfst du nämlich eher ein. Das ist ja auch Wertung. Ja? Oh, ne? Lecker Törtchen oder was weiß ich ja irgendwie, Lotto gewinnen oder sonst irgendwas. Und da musst du auch aufpassen, das sollst du auch nicht werten. Auch nicht im positiven Bereich und sagen, wow, super, ja. Das musst du opfern, ja. Da musst du nämlich aufpassen. Und da ist die viel größere Falle, weil das fällt dir nämlich nicht auf, weil es angenehm ist. Bei der Angst, bei der Wut, aber beim Zorn, da bist du voll dabei. Ja? Oder Schmerz oder so. Das ist vielleicht vielen gar nicht klar, was ich für ein ganz großes Glück in meinem Leben habe. Weil ich habe so gut wie überhaupt nichts, worüber ich mich freue. Ich bin nämlich ein Pessimist, ich bin ein Schwarzseher, ich bin ein Moserer, ich habe einen richtig Arschcharakter. Das heißt, ich brauche mir da gar keinen Kopf umzumachen. Was höchst selten ist, dass ich mich mal freue. Und wenn, dann schlage ich mir sofort in den Nacken. Ja, richtig also, kann sein, dass ich so beim Essen zum Beispiel, dass ich denke, oh Gott, dass ich das noch erleben darf, so ein leckeres Essen, dann gleich die Stelle. Steht dir gar nicht zu und so. Weißt wir haben du, hier und, keinen Spaß. Genau, ich neige sehr dazu, auf mich einzuprügeln. Also den Kopf muss ich mir weniger machen. Hm. Ja, dann hast du das Problem wirklich nicht. Das taucht automatisch auf, dass auch wenn es mir mal in irgendeiner Weise
auffällt, dass mir was Gutes passiert, dass sofort eine Warnung kommt. Mhm. Das geht gleich wieder weg, das ist nur kurz und das ist ein Versehen oder was weiß ich. Ja. Wisst ihr, auch in dem Nachteil ist etwas, was einen Vorteil hat. Wie willst du das jetzt bewerten? Ich habe ein Wertesystem und das bewertet. Guck mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Informationen programmgeneriert werden, dann könnte man, wenn man außerhalb des Programmes ist, da was machen. Um was zu machen, brauche ich aber wieder ein Programm. Weil der raus ist, ist raus, der macht auch nichts. Und das Programm könnte dann ein höherwertiges Programm sein, der sich das dann eben anguckt, das Programm, und dann eventuell daran was zu machen. Was hat das mit mir zu tun? Muss ich mich nicht drum kümmern. Hm? Muss ich mich nicht drum kümmern? Nee. kann ich auch gar nicht. Ja. Der schaut. Der hat nichts anderes außer schauen. Der kann ja nichts. Also hilflos dem Programm ausgeliefert. Selbst jeden Fehler in dem Programm zu erkennen, brauche ich ein Programm für. Brauche ich ein System, was da läuft, um was erkennen zu können. Ich kann auch einen Film von meiner Seite aus nicht mal spannend finden. Und also gut, muss ich nochmal über nachdenken, aber ich glaube nicht. Wie soll ich das denn machen? Ich brauche doch mindestens ein Wertesystem, ob ein Film eben Wert hat oder spannend ist oder das. Also ich selber bin doch raus. Mir ist doch scheißegal, was da für ein Film. Also wie gesagt, dem Computer ist das doch scheißegal, was da läuft. Ja, ich kann es halt interessant machen. Also interessant finde ich schon. Ich meine, das schwankt ja alles so immer mal. Aber das kann der Computer nicht. Interessant finde ich, nein, der Computer kann das auch nicht. Aber interessant finde ich zum Beispiel, wenn du so Spiegelungen wirklich erkennst, die Perfektion, ja, wie die Dinge so ineinander spielen und dass dieses Lebensbuch wirklich einen komplett roten Faden hat. Guck mal. Das hast du jetzt eben beschrieben. So. Also die Metaphern, wenn du auf der Metapherebene schon mal bist, dann wird es schon mal wesentlich interessanter. Ja, und ich könnte mir vorstellen, ich habe es halt nicht so drauf mit der Vatersprache, dass es dann echt explodiert, ja. Jetzt fällt mir was auf. Ich habe jetzt zwei nebeneinander da auf den Monitor. Mhm. Und die eine, die sagt jetzt, finde ich interessant oder finde ich spannend. Sagt der andere, ich nicht. Ja, ist in Ordnung. Wieso? Wo ist der Unterschied? Gar keiner. Das sind zwei Seiten. Das sind zwei unterschiedliche Programme. Ja, zwei Seiten. Nun habe ich doch eben gesagt und stellt sich als richtig raus, dass ich ein Programm brauche. Ja, hast du doch. Um überhaupt einen Film spannend zu finden oder so. Ich will ja nur nochmal, ich bleibe immer noch dabei, wer bin eigentlich ich? Ich bin auch nicht der den Film spannend findet. Mhm. Weil das eine Männchen da findet den Film spannend, das andere nicht. Wieso? Weil das Programm das hergibt und das Programm es eben nicht hergibt. Ich kann doch als der schaut, nichts spannend finden. Da brauche ich ein Programm für. Ja. Aber das ist ja auch, das Programm ist ja generell nichts Schlechtes, aber wenn du das durch solche Sachen, dass du mal so Sachen, ich könnte mir das jetzt vorstellen mit der Vatersprache, wenn du es intensiver kannst und verstehst und so weiter, dann erweiterst du das ja auch. Du kriegst ja immer ganz neue Sichtweisen auf die Dinge, ja? oder die Metaphern oder so. Du sagst jetzt, ich kriege
Ja. Wen meinst denn du? Ich schau doch nur. Mann, lern doch mal die Farben. Das hat auch mit Farben nichts zu tun. Doch, bei mir kommt die Farben, die sind dienlich, wenn man für sich mich darüber unterhält. Dienlich. Ja, kann ich ja verstehen. Aber jetzt stell dir einen vor, der die Farben nicht kennt. So, mit dem musst du normal reden. Ja, ich das schaut, das hat halt ein Programm und dann sieht's halt immer, läuft das immer wieder die gleichen Spuren ab, so, bis es mal einen anderen Input kriegt. Das meine ich damit, ein anderer Input, das können Metaphern sein, dass du plötzlich über die Vatersprache die Zahlen, dass das plötzlich Zusammenhänge siehst, dass es... Alles okay, ich rede greifst, von das meine ich. Dann wird das ganze Ding interessanter. Dann läufst du eben nicht nur immer im Kreis, du läufst dann vielleicht weiter im Kreis, aber du siehst den Kreis anders. Das erweitert sich, die Wahrnehmungsperspektive erweitert sich. Das meine ich, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ich weiß ja auch, was du, das ist gar nicht das Problem, was du da meinst, sondern dass du von irgendeinem sprichst, für den das interessanter wird. Und ich habe dir gesagt, dass der schaut, raus ist. Da ist auch nichts mit interessant oder spannend. Das gibt es nicht. Da muss einer sein, für den das spannend ist, und der ist schon generiert aus dem Programm. Ja. Du würdest jetzt mit deinen Farben sagen, ja, rot. Nee, das ist... Ich nagel mich da jetzt nicht fest. Nein, aber das ist doch Leben, du generierst doch irgendwas. Du hast doch jetzt... Jetzt hast du was Spannendes. So, jetzt kommt einer im Mittelalter, rennt in der Rüstung rum und meint sich da auf dem Schlachtfeld da kloppen zu müssen und findet das spannend. Da wirst du sagen, finde ich nicht spannend. Warum findet der das spannend und du nicht? Weil der hat ein anderes Programm am Laufen. Ja, kann ich auch nichts für. Also ist doch das aus dem Programm generiert, das Programm, was du bekommst. Jetzt ist es doch aber der gleiche Geist, der einmal dieses Leben da lebt und einmal dieses Leben da lebt, und da findet er das spannend aufgrund des Programms, und da findet er das spannend oder erweitert oder Vatersprache oder ist doch Wurst, um was es da geht, wenn er es spannend findet oder eben auch nicht. Ja. Aber den Geist interessiert es nicht. Ja, mag sein, ja. Der Geist verändert sich nicht dabei, egal welches Buch er liest. Egal, was in dem Buch auftaucht, er könnte sich einen, das, aber du musst denken, dass du musst ja mindestens einen, den du dann ich nennst. Ja, aber du kannst doch die blaue Seite nicht wegmachen einfach. Du willst immer nur die rote. Du kannst nicht nur Geist, dann hast du nichts. Also brauchst du auch irgendwann, wenn du das sehen willst, dann brauchst du auch was Blaues, also ein Programm. So, jetzt kannst du... Es tut mir leid, dass du das jetzt so generierst mit deinem Programm. Ich habe nicht gesagt, dass ich das wegmachen will. Habe ich dann so interessiert. Worum es mir hier geht, ist, wer ich bin. Und wenn du immer wieder das Wort ich benutzt, und ich sage nein, fällt aus, weil ich ist etwas, ist jemand, ist eine Information. Ich sage nein, ich dahinter bin ohne ich, also in dem Sinne. Ja? Unveränderbar, ich kann nicht eingreifen, ich kann nichts tun, ich kann auch nichts bewerten oder sonst irgendetwas. Ich bin völlig raus. Ja. Ich bin nur der das erlebt. Ja. Und es ist für mich weder schön noch sonst irgendetwas. Das sind alles Bewertungen, die auftauchen in mir, und weil ich mich damit verwechsle, meine ich dann eben, es ist so. Und selbst dieses Verwechseln kann ich mir nicht raussuchen. Nö, das sind da nichts raus. Wenn du dir was raussuchen könntest, wäre es eh nur einseitig. Du bist auch nicht der am Ende sagt, boah, bin ich froh, dass das vorbei ist, weil du das nicht sagst. Da brauchst du ja schon wieder ein Programm für ein Ich dafür, um das überhaupt sagen zu können. Aber wenn du raus bist, bist du raus. Da ist auch dann keiner mehr, der sich dann freut, oh, endlich bin ich da raus. Obwohl der das ganze Leben über nichts anderes zu tun hat, aber hoffentlich komme ich hier bald raus. Das ist eine Verwechslung. Aber über das, was du jetzt dieses nicht denkbar
Darüber kannst du jetzt nicht reden. Das wird ja automatisch zu einer Information. Da kannst du nicht drüber reden. Wie sich das, ich sag mal, ich ohne Information anfühlt, soll es ja nicht geben. Also hast du immer irgendwelche Informationen. Weißt du, ich hab mitbekommen, wenn die Leute, sage ich jetzt mal, bei dem Film Inception den Fehler machen, von diesen unterschiedlichen Ebenen zu sprechen. Traum im Traum, im Traum. Es ist jetzt überprüfbar, dass es nur meine Informationen gibt. Es gibt den und die Information. Ja. Und ob die sich stapeln, ja, oder wie auch immer, Traum im Traum, ist es Quatsch. Es ist die Information. Und die ist da. Mhm. Und da ist keine Information dahinter oder noch irgendwo, sondern mehr gibt es nicht. Es gibt praktisch, also in dem Sinne gibt es meine Gedanken. Wir nennen das zusammenfassend, ne? Meine Informationen sind meine Gedanken. Und wenn wir eine Aufgabe stellen, dann müssen wir ja wieder jemanden haben, dem wir die Aufgabe stellen. Mit dem habe ich da hinten aber nichts zu tun. Das ist dann schon, ist ja jemand, wir können ihn von mir aus Geistesfunken nennen, der damit was zu tun hat. Der hat dann eine Aufgabe. Und da würde ich sagen, ist die Aufgabe doch nur, zum Gewinner deines eigenen Gedankenspiels zu werden. Und wie machst du das? Indem du klar kriegst, wer bin ich und wer sind meine Gedanken. Aber also es ist jemand. Und dieser jemand verschwindet, wenn du das Buch zurückgibst. Vielen Dank.